Frictional Games in Zusammenarbeit mit The Chinese Room präsentiert uns Amnesia, A Machine for Pigs. Seid ihr bereit zu gruseln? Dann meine Vorwarnung an euch da draußen. Ich persönlich empfehle das Video nur Leuten mit starken Nerven oder diese Videoreihe, diesen Playtest dieses neuen Adventures. Ich würde sagen, für Leute ab 16 Jahren, das ist gerade furchtbar laut, ich muss es mal eben leiser stellen. Moment, wo ist denn... So, jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, wir haben ein neues Profil erstellt und ich würde sagen, dann kann es auch direkt losgehen. Ich muss noch eben den Spielsound leiser stellen, das hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. So. Weiche Maus sieht ganz gut aus. Empfindlichkeit. Schauen wir mal, wie sich das so anfühlt. Von der Grafik seht ihr hier, ich habe auf vollsten Einstellungen das stehen. Ne? Also, ne? Anti-Strobe-Parallax und so weiter und so weiter und so weiter. Weil ihr das ja gerne immer wisst, ne? Dass wir auch auf maximalen Auflösungen spielen. Und da würde ich sagen, geht es jetzt los mit einem Grusel-Adventure. Und ich sage mal, richtig spannende Unterhaltung, denn der erste Teil, der war schon grandios. Da kann der zweite eigentlich nur besser werden. Und los geht's. Ihr seht auch hier schon, wie das Spiel gehalten ist in einer Steampunk-Welt. Und im ersten Teil ging es darum, herauszufinden, was es mit einem selbst, was es mit sich selbst quasi sozusagen auf sich hat. Herauszufinden, was man eigentlich tut, wer man ist, was für einen Sinn das Leben hat, ne? Und man hat sich gegruselt, man hat immer mehr, ja, ich will mal sagen, Angst aufgebaut. Und wenn man zu viel Angst hatte, ist man gestorben. Es wurde gespielt mit Licht und Schatten. Wenn es dunkel war, hat man mehr Angst bekommen. Wenn es hell war und eine Laterne angezündet hat, hat man irgendwann diese Ressource verbraucht, bis das Licht erloschen ist. Man hörte Geräusche. Es war alles sehr spannend. Und ich bin echt mal gespannt, ja, wie diese Neuauflage sich schlägt. Sie soll nicht ganz so lang sein wie der erste Teil. Der erste Teil ziemlich lang. Und ich moderiere hier gerade mal wieder eine Ladepause weg. Ich habe nämlich leider vergessen, das Spiel auf SSD zu packen. Und ihr seht, das ist offenbar, erwartet uns hier ein grafisches Meisterwerk. Und jetzt geht's auch schon los. Und ich werde mich sowas von gruseln. Und ich kann auch schon einige eure Kommentare voraussehen, die sich was wünschen werden von mir. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen. Er, der sich selbst zum Biest macht, entledigt sich des Schmerzes, menschlich zu sein. Dr. Samuel Johnson. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Das Spiel ist immer sehr suspekt gewesen mir zunächst. Aber es fesselt einen so unglaublich. Und ich habe mich sowas von... gegruselt. Im ersten Teil schon. An einigen Stellen. Ich erinnere nur an die Kanalisation, wo man verfolgt wird. Und man hört immer nur im Wasser das Plätschern. Und was wird uns hier erwartet? Wir sehen irgendwie eine riesige, große Maschine. Was wohl die Machine for Pigs ist. In diesem Spiel ist auch die Grafik nicht so wichtig wie die Geräusche. Das, was passiert. Das, was erzählt wird. Das, was eingeblendet wird. Und so weiter. Also ihr solltet immer schön mitlesen. Ich werde das aus atmosphärischen Gründen nicht vorlesen. Und ich werde auch in atmosphärischen Szenen ab jetzt nicht mehr dazwischen blabbern. Ist versprochen. So, wir sehen hier irgendwie... Kann ich schon steuern? Nein, ich kann noch nicht steuern. Ich sehe hier eine Zellentür oder sowas. Ich habe das Video ein ganz, ganz bisschen aufgepitcht vom Gamma her, weil... Das natürlich nichts bringt, wenn wir die ganze Zeit ganz durchs Dunkel laufen. Könnt ihr mir jetzt mal unter das erste Video schreiben, wie euch das gefallen hat, dass ich das ab dem dritten, vierten, fünften oder so Video dann etwas runterdrehen kann. Da ist eure Meinung gefragt. Amnesia, Machine for Pigs. Ja, ich habe lange darauf gewartet, dass es endlich eine Fortsetzung von Amnesia gibt, weil... Ach, ich habe das Spiel geliebt. So, und... Ja, jetzt kann ich steuern und ich sehe hier eine... Flasche auf dem Boden liegen. Und das ist auch typisch, dass man erstmal überhaupt nicht
klarkommt. Dass man nicht weiß, wo stecke ich hier? Was ist eigentlich passiert? Und ich glaube, ich bin wieder in so einem ähnlichen Raum wie im ersten Spiel. Ich kann nichts anfassen. Ich kann nur hören die Geräusche. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus zum Schließen der Tür. Aufreißen oder zuwerfen? Okay. Wir können also hier die Zellentür öffnen. Wir humpeln offenbar. Ich humpel mal. Was ist das denn hier? Oh, ist das... Oh. Okay, hier ist ein Blutfleck auf dem Tisch. So, der Stil ist auch... ich werde das in die Videobeschreibung schreiben. Ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht auswendig. Also der Stil ist auch eine bestimmte Zeitepoche. Und das seht ihr auch hier schon an diesen ganzen... ja, doch etwas altertümlicheren Sachen. Und ich wurde offenbar hier in einem, auf einem Bett in einem Käfig... springen kann ich auch. Kann ich denn hier rein? Nee, kann ich nicht. Da möchte ich auch nicht wieder rein in den Käfig. Deswegen mache ich den einfach mal zu. Ich möchte aber auch nicht so laut sein. Aus dem Fenster gucken kann ich auch nicht. Okay, dann geht's mal hier weiter. Aha. Ich weiß ja schon, wie das Spiel sich an... Ich will gar nicht. Oh. Es kann jetzt zum Beispiel sein, wenn wir jetzt hier weitergehen, dass sich hier hinter uns die Tür öffnet, jemand reinkommt und... Oh. Es ist so grausam. Vielleicht mache ich mir auch unnötig Sorgen. Es ist ein lustiges, lustiges, quietschbuntes Spiel, aber ihr seht schon, nein, das ist es nicht. Hier ein Schreibtisch. Da gibt's dann häufig mal so Memos oder so Hinweise. Hier zum Beispiel... In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der in Jaguarfell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht. Was von Herzen kam, schmierte uns ein. Es zermalmte das Böse unter seinem Tritt und es befreite uns alle. Die übelriechende Hitze des Dschungels, wie sie sich irgendwo hinter meiner Stirn spiegelt. Meine Schläfen pochen, mir kocht das Blut im Schädel. Fühlt sich so an, als ob dort etwas Lebendiges wäre, eine Ratte. Eine verdammte Ratte, die sich durch mein Gehirn ins Freie frisst. Selbst das Laudanum kann ihren unersetzlichen Hunger nicht unterdrücken. Ich höre meine Kinder auf dem Dachboden spielen, aber das erfüllt mich mit Angst. Nicht mit Liebe. Was sind das für verzweifelte Gedanken? Auch da könnt ihr mir die Kommentare schreiben. Soll ich das weiter vorlesen? Oder wollt ihr es selber lesen? So, hier haben wir eine Lampe, die machen wir mal an, weil Licht ist immer gut in diesem Spiel. Okay, und dann gehen wir mal hier die Objekte. Seht ihr auch hier, die können wir wegwerfen. Und was können wir noch? Die können wir... Halten Sie R. So können wir Objekte drehen, okay. Mal schauen, ob das auch wichtig wird. Ich werde übrigens hier keinen Wettbewerb starten mit irgendwelchen anderen Let's Playern. Und da könnt ihr euch auch sparen, in die Videobeschreibung zu schreiben. Der und der ist viel schneller, weil ich weiß, was meine Zuschauer wollen. Die wollen hier das Spiel mitnehmen mit all ihren... Mit all seinen kleinen Details und wollen nicht da durchhasten. Zum Bewegen von Objekten, die nicht da... Nicht dazu... Was? Die dazu nicht leicht genug sind, bewegen Sie die Maus, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Was? Zum Bewegen von Objekten, die dazu leicht genug sind, bewegen Sie die Maus... Achso, das ist nur die Schublade hier. Aber wir können die Sache nicht nehmen, wir können nur die Schublade wieder schließen. Okay. Ja, wir haben eine Sache schon rausgefunden... Wir sind nämlich offenbar wieder in der alten Spielwelt drin. Die Geschichte... Also, in der Spielwelt drin im Sinne von, ja, es sieht schon wieder so aus. Ich erinnere mich auch an Dinge, die damals passiert sind, offenbar aber nicht so richtig. Beziehungsweise mir wird mit Notizen geholfen. Und jetzt... Oh, ist das gruselig. Ja, muss man immer aufpassen. Nicht, dass hier... So, hier haben wir mein Tagebuch und können uns dann auch neue Notizen anschauen. Ich wache auf, allein in einem stillen Haus. Die fehlenden Geräusche spielender Kinder sind wie ein dunkles und fruchtbares Grab. Furchtbares Grab? Fruchtbares Grab. Hm? Das mich zum Abstieg in den Lehm ruft, wo es sicherlich nur noch Körper zu finden gibt. Ganz gleich. Meine Kinder rufen und ich werde antworten. Ich werde sie finden. Okay. Da unten ist irgendwas. Aber ich bin lieber vorsichtig und leise.
Ich weiß gar nicht. Ich hätte mir vielleicht vorher mal die Steuerung anschauen sollen. Und wir sehen schon wieder hier ganz viele verschiedene Räume. Überall möglicherweise etwas entdecken können. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Sieht für mich nicht so aus, dass er sich darum gut gekümmert hat. So, wir schauen uns hier mal lieber um, hier ein bisschen. Alles vergittert. Eine Schweinemaske. Eine Brille. Alles verriegelt und verrammelt. Noch eine Schweinemaske. Auch hier wieder ein Käfig. Was es damit wohl auf sich hat? Ah, nein. Der war rausfinden. Ein Buch ohne Notizen, okay. Die Uhr ist stehen geblieben. Und wir gehen weiter. Vielleicht kann ich die Stühle gleich noch für irgendwas benutzen. So. Erinnert mich auch ein bisschen an Alone in the Dark. Dann immer jetzt diese Geräusche im Hintergrund. Ich muss gucken, dass die Tonmischung so perfekt ist, dass ihr das alles quasi mitfiebern könnt hier. Oh, ist das... Diese Stimmung in dem Spiel ist immer so genial. So, jetzt gehen wir mal weiter. Papa, Papa, this way. Uiuiuiui. Das Licht flackert, ein Ball kommt geflogen. Wir nähern uns dem Dachboden offenbar. Mal eben... Ach, hier kann man nur speichern und beenden, okay. Weil ich muss ja jetzt den ersten Teil erstmal heute hochladen. Dann nehme ich weitere... auf. Ah, oh, ist das... Ah, oh, Mann. Na geil, du bist aber auch ein Schisser. Ist doch nur ein Spiel. Ja, spiel's mal. Also Geräusche hat es hier genug. Liegt doch irgendwas rum. Den Stuhl kann ich auch wieder bewegen, aber hier ist nichts in dem Raum. Leise. Hört ihr auch die Schritte? Da oben ist die Dachluke. Da geht's meinen Kindern doch noch gut, hä? So, das passiert auch häufig. Türen, die sich in irgendeiner Form nicht öffnen lassen. Hier liegt irgendwas rum, was gar nicht gesund aussieht. So, es hat nur auf der anderen Seite haben wir auch noch eine Tür. Oder? War da nicht noch eine? Nee. Aber wie ist denn der Ball hier eigentlich runtergefallen, wenn die oben auf dem Dachboden mit geschlossener Luke sind? Eieiei. Ah, ist das ekelhaft. Okay, wir gehen mal hoch. There's a Batman coming. Nein! Ich bin kein Batman. Da war jemand. Sie haben die Laterne aufgehoben, mit deren Hilfe Sie Ihren Weg durch die Dunkelheit finden werden. Aktiviert wird sie mit F. Passen Sie auf, dass Sie mit dem Lichtstrahl keine ungewünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Genau, also das ist so ein Element, zum Beispiel, ne? Ist es zu hell, kommen die Bösen, werden auf uns aufmerksam. Was nicht gut ist, weil dann verlieren wir Lebensmut, oder wie das hieß. Wie komme ich überhaupt ins Inventar? Müsste ich gleich mal, wird wahrscheinlich gleich gesagt, so. Ist irgendwie eine Spieluhr. Geht nochmal eine Treppe rauf. Okay.
Ab und zu müssen wir aber mal gucken, ob wir hier, ne, weil sonst sieht man gar nichts. Da liegen Spielsachen. Und da können wir reinkriechen. Hier geht es jedenfalls nicht hoch. Und hier ist Werkzeug wieder. Im letzten Teil war das halt wunderschönes Folterwerkzeug. Okay, dann kriechen wir mal. Wie war das mit B? Oder was war das gerade? Hä? Mit der Steuerungstaste, okay. Hier liegen kleine Spielzeugsachen rum und... die Bibel und ein weiteres Memo. Papa sagt, dass es dieses Jahr keinen Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein. Ein Schwein? Hä? Im Garten war ein Schwein, wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glaubten, dass er geweint hat. Wieder. Und wir werden unsere Reise fortsetzen in diesem Spiel. Wir werden jetzt gleich schauen, wo ist das Kind hingelaufen? Und mit gleich meine ich im nächsten Teil, wenn er kommt, seht dem Sendeplan unter tv.garderol.de. Ihr wisst, hier in Deutschlands Adventure-Kanal Nummer 1 entgeht euch kein Adventure. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, einen Daumen da lasst und schreibt mir bitte in die Kommentare, was denkt ihr zu diesem Spiel. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen mit euch zusammen und würde mich riesig freuen, wenn ihr ein paar Daumen da lasst und diese Videos weiterempfehlt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.